Auszug schon klar gemacht. 2-0 führt sie gegen Frickenhausen. Jetzt also das dritte Match von Achanta und Wang-Yang. Und Sie haben es vielleicht im Hintergrund gehört von Hallensprecher Marcel Pigolinski. Sollte Achanta diese Partie nicht gewinnen, sollte es also noch ein viertes Einzel geben, dann käme Ricardo Walter nochmal zum Zuge. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist, glaube ich, nicht so groß. Klar erlebt man das ab und zu, dass die schon ausgeschiedene Mannschaft dann noch, doch nochmal alles versucht, aber solche Matches haben doch eher Seltenheitswert. Viel wahrscheinlicher sind Show-Elemente wie diese. Und Wang-Yang lacht Kamala Santa an, obwohl er diesen Ballwechsel verloren hat. Der gebürtige Chinese, der für die Slowakei international spielt, ja, schon seit einigen Jahren. Das riecht hier also nach schnellem Feierabend am Ostersonntag für alle Beteiligten. Ums Netz herum. Und wie stark Achanta gegen Abwehr spielt, das haben wir ja im Pokalfinale gesehen gegen Fulda, als er Ruven Filus keine Chance gelassen hat. Zwar einen Satz abgegeben, aber doch die Partie klar beherrscht. Und das ist auch das große Problem von Fulda am Aberzell. Die haben zwar die Vorrunde gewonnen, die stehen zwar auch im Endspiel, aber die wissen ganz genau, die Osthessen, Borussia Düsseldorf ist die Mannschaft in der Liga, die mit Abstand am besten gegen Abwehr spielt. Und Fulda hat Nummer zwei Spieler unter den Top 3 in der Mannschaft, die Abwehrspieler sind. Und deshalb ist es ganz klar, dass die Borussia als Favorit in das Endspiel geht am 8. Juni in Frankfurt. Klares 11:2 im ersten Satz für Kamal Achanta, der vermutlich kurzen Prozess machen wird mit Wang-Yang. Findet da statt, und zwar an neutralem Ort, wie bereits im vergangenen Jahr, damals noch ohne Düsseldorfer Beteiligung in Frankfurt. Wenn Sie Interesse haben, an diesem Spiel teilzunehmen als Zuschauer, dann schauen Sie einfach ab Dienstag bei uns einmal auf der Homepage vorbei. Wenn Sie Karten haben möchten für dieses Spiel auf www.borussia-düsseldorf.com. So, hoffentlich bieten uns die beiden Herren noch ein bisschen was fürs Auge. Der eine Ballwechsel auf Satz Nummer 1 war ja schon sehr vielversprechend.
Ja, Kamal Achant hat sich hier wirklich vom mehr oder weniger ersten Ballwechsel an als Publikumsliebling herausgestellt hier bei Borussia Düsseldorf. Extrem starker Kampfgeist bei Achanta, eine wirklich gute Bilanz von 12-7 in der Bundesliga. Und nochmal einer fürs Auge. Finale Rückhand von Achanta. Der als erster Indoor ein Turnier auf der Pro Tour, die ja heute World Tour heißt, gewinnen konnte. Commonwealth Gold im Einzel für sein Land auch schon gewann. Und ein ziemlich großer Star in der Heimat ist. Wang Yang wird die Liga ja wohl verlassen. Hatte sich ja nach diesem extrem unglücklichen Auftritt beim Pokalfinale, als er einen zu dicken Schlägerbelag hatte und keinen Ersatzschläger dabei, dann in den folgenden Ligaspielen deutlich nochmal gesteigert. Hatte Timo Boll ja am Rand eine Niederlage sogar. Im Hinspiel allerdings, im Halbfinale-Hinspiel, Wang Yang dann den Gegenball chancenlos. Sechs schnelle Satzbälle auch in Durchgang Nummer 2 für Kamal Achanta. Also von Aufbäumen auf Frickenhausener Seite kann da keine Rede mehr sein. Aber das ist natürlich auch verständlich, wenn man schon ausgeschieden ist, das Finale also verpasst hat. Wahrscheinlich sehen wir nur noch einen einzigen Satz am heutigen Nachmittag.
und konzentrierter Beginn jetzt in Satz Nummer 3. Bei Kame Achanta, der 1-5 zurückliegt. Aber Yang nimmt das jetzt auch nur doch nochmal zum Anlass, hier zumindest einen Satzgewinn anzuvisieren. Ein ganz feines Bällchen von Wang Yang, dahinter dem Rücken gespielt. Ja. Sieht jetzt so ein bisschen so aus, als wenn Wang Yang sagen will, wie muss ich jetzt wirklich noch in den vierten Satz? Aber solange es noch ein bisschen was fürs Auge gibt, wäre das hier den Zuschauern in Düsseldorf sicher ganz recht. Ein feiner Stoppball von Kame Achanta. Vielleicht gelingt es mit freundlicher Unterstützung von Wang Yang dann doch noch diesen dritten Satz zu drehen und zu gewinnen. Da hatte man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als wenn der Abwehrer diese Angriffsvorhand auf dem Tisch unterbringen will. Aber immerhin jetzt drei Satzbälle für Wang Yang. Geht auch jetzt aus, diese Vorhand, und nur noch ein Satzball jetzt übrig für den Mann, der international für die Slowakei unterwegs ist. Aber Kame Achanta macht den Fehler mit der Vorhand, verliert diesen dritten Durchgang dann doch noch mit 9-11. Da hatte man doch durchaus den Eindruck, als wenn Wang nicht mehr unbedingt einen vierten Satz hier erzwingen wollte. Hat Achanta dann doch zu vielen Punktgewinnen eingeladen, der Abwehrspieler, nach einer zunächst sehr hohen Führung. Ja, und Unterschied an den beiden Boxrändern
auf Recklinghausener Seite, da findet praktisch kein Coaching mehr statt. Auf der anderen Seite Danny Heister dann doch nochmal in einem recht intensiven Gespräch mit Ahanta vor diesem vierten Durchgang. Die große Frage, ob Wang nochmal heiß läuft. Die haben es vielleicht zum Auftakt mitverfolgt. Andreas Preuß, der Düsseldorfer Manager, gesagt hat, das letzte Duell zwischen den beiden hat der Abwehrer gewonnen. Obwohl Ahanta nachweislich gut gegen Abwehr spielt. Theoretisch kann das natürlich auch sein, dass man da vielleicht doch noch dafür sorgen will, dass Ricardo Walter ein Abschiedsspiel bekommt. Boll und Ahanta sind ja die einzigen beiden aus der aktuellen Mannschaft, die auch in der kommenden Saison für Düsseldorf spielen werden. So, Zeichen jetzt doch wieder auf Sieg für Ahanta, Fragezeichen. 7:7 im vierten Durchgang. Macht der Inner jetzt diese Partie zu. Und das würde dann bedeuten, dass es kein Abschiedsspiel mehr für Ricardo Walter gibt.
sollte dann doch nicht mehr auf den Tisch bringen. Der Netzroller, aber dann kein Kantenball für Kamala Hunter. Aber jetzt immer noch in der Hand hier für einen relativ frühen Feierabend, für sich und seine Kollegen am Ostersonntag zu sorgen. Und da ist der Matchball für den Inder. Und Glück für Wang Yang. Rettet sich da nochmal in die Verlängerung. Und verschafft sich tatsächlich noch einen Satzball zum 2:2 Ausgleich. Scheint jetzt also doch nach dem Motto zu gehen, die Leute haben bezahlt und sollen für den Eintritt noch ein bisschen Tischtennis geboten bekommen. Nach einer 2:0 Satzführung muss Achanta jetzt doch noch in den entscheidenden fünften Durchgang gegen Abwehrspieler Wang Yang. Die sportliche Entscheidung war ja schon vorher gefallen für alle, die vielleicht etwas später eingeschaltet haben, denn nach Timo Wolls Auftaktsieg gegen Steffen Mengel machte Patrick Baum dann gegen Frickenhausen, Spitzenmann, gegen Kokiniva schon alles klar. 2:0 für Düsseldorf und damit keine Chance mehr für Frickenhausen, das Finale am 8. Juni zu erreichen. Das heißt stattdessen TTC Rhön-Sprudel Fulda Marbazell. Die gewannen 3:1 und 3:0 gegen Saarbrücken. Gegen Borussia Düsseldorf. Die gewinnen vielleicht auch 3:1 und 3:0. 3:1, ja auch das Hinspielergebnis zwischen diesen beiden Mannschaften. Und nach wie vor die Chance für Achanta, hier jetzt alles klar zu machen. Den 3:0 Erfolg der Borussia perfekt zu machen gegen Wang Yang. Gewinnt Wang diese Partie gegen Achanta, dann würde Ricardo Walter eingewechselt und an Stelle von Timo Boll gegen Kokiniva spielen. Nach dem ersten Auftritt von Niva gegen Baum bin ich mir auch nicht besonders sicher, ob der Japaner dann auch sehr heiß drauf wäre zu spielen. Das war echt ein schwacher und ja, blutleerer Auftritt. Fehlte total die Einstellung. Im Asiaten für meine Begriffe. K.
kann man nicht alles mit Druck erklären. Natürlich hat er Druck gehabt, nachdem Düsseldorf in Führung gegangen war durch Boll. Aber trotzdem muss man sich nicht so verkaufen, wie er es getan hat. Zack. Und die Rückhand ins Netz. Und seine Trefferquote bei Rückhandangriffen auch sonst nicht allzu hoch. Und gerade so ein Element kann ja das Abwehrspiel extrem bereichern, aber das ist wie gesagt nicht seine große Stärke. 5-4 Führung jetzt beim letzten Seitenwechsel in diesem Match, vielleicht auch dem letzten Seitenwechsel in der gesamten Partie. Stand da zu nah am Ball. Da sehen wir schon mal in das Lomo. Schlechter Winkel für Wang Yang und deshalb auch der Fehler. Sechs nochmal vorn jetzt der Abwehrspieler aus Frickenhausen. Und tatsächlich das Timeout von Danny Heißler. Ja, Kamal Achanta wird sich ja auf einen härteren Konkurrenzkampf einstellen müssen zur kommenden Saison. In dieser Spielzeit war der ja de facto nicht vorhanden. Dadurch, dass zum einen Christian Süß so lange verletzt gewesen ist und zum anderen Ricardo Walter einfach nicht das Niveau hat, das der Inder zeigte. Und deshalb wurde Achanta vom ersten Match an zum Stammspieler bei Borussia Düsseldorf. Sollten alle gesund sein in der kommenden Saison, ist das nicht mehr unbedingt gewährleistet. Natürlich spielt Timo Boll nicht alle Partien, das wissen Sie. Er hat eine begrenzte Anzahl von Einsätzen bei Borussia Düsseldorf. Aber in den Spielen, in denen Boll dabei ist, da wird es für Achanta sicherlich nicht einfach, sich bei der Aufstellung durchzusetzen gegen Patrick Franziska und gegen den Griechen Panagiotis Jonis. Jetzt also die Entscheidung im dritten Match. 8-6 für Wang Yang gegen Achanta im fünften Satz. Oh, das sieht man jetzt auch in dieser Endphase nochmal ganz deutlich, nachdem Achanta Wang im dritten Satz so ein bisschen eingeladen hat, nochmal zurückzukommen. Hat er Gefallen daran gefunden, diese gesamte Partie noch zu drehen. 3 Matchbälle bleiben noch. Jetzt können wir sehr gespannt sein, was Wang Yang macht. Will er Kokiniva tatsächlich noch zu einem vierten Einzel, das nur noch für die Statistik relevant ist, in die Box schicken?
den hat er nicht weggeschenkt, den Ballwechsel, auf keinen Fall. Ach, hat er macht aber den Punkt. Da ist es nur noch ein Matchball für Wangyan. Hast gesehen, da hat er die Schlägerhand gewechselt und den Ball mit links gespielt. Da sehen wir es nochmal. Sehr schön angefangen in der Slow-Mo. Vier Matchbälle sind futsch. Vielleicht gleich einer für Achanza. Super gespielt vom Hinder. Und da ist der Matchball für Kamal Achanza zu einem 3:0 für Borussia Düsseldorf. Und nun ist die Partie vorbei. Lange hat man den Eindruck in der Endphase, dass Wangyan das Ding doch noch gewinnen will. Aber am Ende kann sich Achanza in der Verlängerung des Entscheidungssatzes durchsetzen. Düsseldorf-Frickenhausen also 3:0.